So, hallo Leute, heute was ganz Spezielles für euch. Und zwar das Moog Nico Salut 1 Knall und Pfeif Sortiment. Ein ganz spezielles Sortiment, welches viele Kanonschläge enthält und vom Bopeep Böller und ein paar Luftheuler. Dieses Set war sehr teuer, hat über 30 Euro gekostet und das will ich euch heute präsentieren. So, wir machen das Ganze mal auf. Ich zeige euch noch das Backcover, da ist keins drauf. Und zwar, was haben wir denn hier? Einmal den Nico Kanonschlag zylindrisch mittel. Seht ihr hier? Schöne Verarbeitung, deutsche Produktion, sehr toll. Also kann man von einem sehr lauten Knall ausgehen. Dann als nächstes haben wir hier den Nico Kanonschlag zylindrisch klein, auch wieder eine tolle Verarbeitung mit einer tollen Wandstärke, ja, wirklich sehr toll. Dürfen wir uns auch auf einen lauten Knall freuen, denke ich mal. So, als nächstes haben wir hier was ganz Spezielles, den, was ist er, weshalb, wie heißt er denn, der Nico Böller Kaliber B, vorne mit einer Reibefläche und hinten wieder mit einer sehr schönen Wandung. Also da kann man sich wirklich freuen. Wirklich noch sehr gute Verarbeitung. Deutsche Produktion natürlich. Freuen wir uns. So, dann der letzte Kanonschlag wäre der Nico Kanonschlag Mittel. Auch wieder tolle Verarbeitung. Schöne Wandung. Sehr hart. Ja, wir freuen uns. So, dann haben wir hier Bopeep Böller. Mit einem Cover, das ich so noch nicht gesehen habe. Habe ich hinten schon mal ein bisschen aufgemacht. Backcover ist grün und Importeur Georg Richter, Junglong Hong. Haben wir hier noch, genau. Ich hole einen raus für euch. Es ist sehr schade, das aufzumachen, aber für euch tue ich das natürlich. Also die müssten wirklich noch sehr laut sein. So, das ist er. Ihr seht, graue Lunte. Unten, also der Böller ist extrem leicht und unten schön zugestopft, beziehungsweise zugeharzt, kann man sagen. Ja, wirklich ein sehr, sehr schöner Böller. Sowas wünscht man sich heute echt in den Läden. Also ich denke, der wird auch in Papierschnipsel zerfetzen. Wirklich toll. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch 5 Luftheuler vom Moog Nico natürlich. Da werden wir dann auch mal schauen, ob die noch fliegen. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit oft Luftheuler, Luftpfeifer, wie auch immer ihr sie nennen wollt, die nicht mehr geflogen sind. Ich hoffe, dass die hier noch fliegen werden. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Set. So, jetzt für euch das Salut 1. Wir fangen an mit den A-Böllern. Oh, Piep. Okay, der ist ausgegangen. Nimm noch einen. Nimm gleich zwei. Dann nimm alle mit. Nimm alle mit. So. Die müssen wir hinlegen, weil die gehen hier sonst aus. Die alten Böller. So, go. A-Böller, leck mich am Arsch. Mhm. Sehr dumpf, aber sehr gut. Boah, mhm. Sehr laut für einen A-Böller, richtig top. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit zylindrisch klein. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Los geht's. Oh. Wenn der Kleine schon so laut ist, ey. Ich will nicht wissen, wie laut die anderen sind.
Oh, Alter, richtig heftig. Oh, top, top Böller, richtig krass. So, als nächstes machen wir die zylindrische Mitte. Nimmst du auch mit? Gleich alle beide mit. Die dürften, glaube ich, noch. Die müssten noch ein Tick lauter sein, logischerweise. Los geht's. Boah, ist heftig, ey. Das ist richtig heftig. Das ist richtig, schau mal, wie es da noch macht. Heftig. Alter, der hat mich voll getroffen. What the fuck, richtig krass. Machen wir noch ein Mittel. Zylindrisch Mittel. Alter, richtig krass. Ein Unschlag mit dem Reitkopf. Let's go. Boah, der war auch laut. Ja. Ja, und dann haben wir noch, wenn ich es richtig sehe, 4 Luftheuler. Nehmen wir einfach mal alle raus. Ja, es sind 4 alte Mugniko Luftheuler. So. Legen wir mal. Genau. Dann machen wir gleich den ersten. Der Weg ist ein bisschen schlecht, aber die, waren ein bisschen weiter vor vielleicht. Die pfeifen aber noch richtig. Das ist sehr cool. Hier so vielleicht. Da hinten werden auch Luftheuler gezündet. Let's go, flieg hoch. Go, go. Naja, also danke fürs Zusehen. Ein schönes Set, aber sehr teuer.